Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wir sind hier in No Man's Sky mal wieder und wollen ein bisschen bauen. Und dieses Mal möchte ich mit euch einen Airlock bauen, und zwar einen 32 mit 32 Toren. Machen wir wie folgt. Okay. Relativ einfach, im Gegenteil, es ist sogar sehr viel einfacher, wie wir es früher gemacht haben oder wie ich es früher gemacht habe. Und dafür benötigen wir jetzt eine Bodenplatte erstmal. So. Benötigen eigentlich nicht unbedingt, aber ich will das hier eigentlich auch später nicht dazugehörig haben. Allerdings ist das momentan ganz praktisch. Dann wechseln wir jetzt auf die Pflasterung. Moment, Pflasterung. Da. So. Und dann fangen wir auch schon an. So, da haben wir hier an der Pflasterung in der Mitte, das ist hier genau die Mitte der Pflasterung, einen Strich in der Textur. Genau diesen brauchen wir. Das heißt, unseren Zentrierpunkt genau auf die Mitte, gehen den Strich hoch bis zu dieser Kante. Und dann wechseln wir mit Q wieder zur Pflasterung. Ups, ja doch, das passt. Und ungefähr fast gleichzeitig drücken und dann sollte es funktionieren. Jawohl. Gleich beim ersten Mal. Sehr schön. So. Dann nehmen wir uns diese und diese Pflasterung wieder weg. Setzen uns eine Bodenplatte oben drauf. Da ist es erstmal, nö, ist nicht egal. Dann nehmen wir erstmal diese hier. Und dann brauchen wir hier natürlich auch genau die Mitte. Das heißt, das wäre dann, gibt's ja, hier. Praktischerweise haben wir jetzt hier dieses Kreuz gekriegt. Das ist mir zumindest früher nie aufgefallen. Moment, so. Na, machen wir gleich. So, dann gehen wir zur Biokuppel. Ja, das ist doch genau die Mitte. Und hier dasselbe mit Q, einfach wieder zurück zur Biokuppel. So, da haben wir den Biokuppelraum. Dann brauchen wir jetzt als erstes, ich stecke hier mittendrin, dann brauchen wir als erstes erstmal von, nein, hier ist es. Nein, hier ist es nicht. Quatsch, hier. So, da brauchen wir jetzt hier einmal das Nip-Nip. Dann, ja, hier. Und dasselbe machen wir jetzt allerdings mit E und wechseln einfach, wenn es denn funktioniert. So. Und jetzt nehmen wir uns wieder die Biokuppel. Gehen aufs Kabel und wechseln zurück auf die Biokuppel. Dann haben wir die dort stehen und dort. Zweimal. Warum? Ganz einfach. Die nehmen wir jetzt weg. Dann, ups. Dann gehen wir zurück, bauen uns einen Eingang. Den bauen wir uns aber unten dran. Nehmen noch eine Holotür. Und dann gehen wir in die Biokuppel rein. Wo ist es? Da. So. Na. Okay. Dann gehen wir wieder zurück zu dem Nip-Nip. So, warum das Nip-Nip? Ganz einfach. Das Nip-Nip ist meine letzte Pflanze, die ich hier drin habe. Wenn ihr nur eine von denen hättet, egal welche, würde es genauso gehen. Allerdings, es muss die letzte sein. Und dann fangen wir hier mal an. Mit, Moment, mit E. Wenn wir E benutzen, wir sind ja hier in einer Kategorie, die Landwirtschaft. Und dann würden wir hier drauf springen auf das erste. Und das sollte normalerweise auch super funktionieren. Ja. So, dann muss ich wieder ins Menü Nip Nip aussuchen, denn wir kommen hier leider nicht mehr zurück.
Und machen dasselbe wieder. Ups, nein. Nein, zu früh. Wechseln hier auch wieder. Das machen wir so lange, bis ich Stopp sage. Na, das passiert manchmal. Schade. Okay. So, den brauchen wir auch noch. So. Warum den hier nicht? Den braucht man nicht aus einem guten Grund. Das zeige ich euch auch gleich noch. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder auf die Bodenplatten. Und dann nehmen wir die Legierungsbodenplatte. Nehmen das Kabel. Und jetzt zeige ich euch auch warum. Das heißt, wenn wir das Kabel hier angeschlossen haben und rübergehen zu unseren allerersten, dann dreht sich der Kontakt in die Richtung, aus der das Kabel kommt. Und das nutzen wir dafür, dass wir unsere Bodenplatten bauen. Und warum habe ich jetzt nicht den ersten genommen? Wir brauchen ja auch einen, der senkrecht ist. Ja, ganz einfach, das sind 90 Grad. Wenn ich von der anderen Seite exakt von dort kommen würde, wären das genauso 90 Grad und es ändert sich gar nichts. Also machen wir das dann gleich mal so. Ja, versehentlich das Kabel angebaut. Macht aber gar nichts. Praktisch, so weiß ich wenigstens, wo ich vorher war. Ah, und noch eins angebaut. So. Ja, wie man hier schon unschwer sehen kann, deswegen benutze ich das nicht, weil die Textur am Flimmern ist für einen Kreis. Es liegen einfach zu viele übereinander und das kann ich nicht gebrauchen. Und dementsprechend gehen wir jetzt auf Q nochmal, damit wir hier löschen können. So. Und so. Ja, warum jetzt das Ganze, dass ich das hier hin und her gemacht habe, also die Biokuppel, ganz einfach, wir sind jetzt genau in der Mitte zu dieser hier, was recht praktisch ist. Das nehme ich jetzt erstmal weg. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Und die erstmal auch. Dann können wir das hier auch wieder entfernen. So. Ja, mit dem Menü bin ich noch nicht ganz vertraut, allerdings, ja, es läuft. So. Dann machen wir hier drei übereinander. So, der nächste wäre dieser hier. Das wiederum ist allerdings auch wiederum senkrecht. Das heißt, es ist im Prinzip genau dasselbe wie dieser. Also brauchen wir das Ganze nicht. Dann gehen wir auf, eigentlich egal, irgendeine Wand. So, wenn wir das haben, dann gehen wir auf die Wände. Das Ganze machen wir viermal. Dann gehen wir hier die elektrische Betontür. Dann setzen wir uns die hier dran. Einmal drehen. Gelenk muss innen sein. Und das machen wir jetzt einmal ringsherum. Okay, gut. Das hätten wir dann schon mal soweit. Das sieht doch richtig klasse aus. So, während des Bauens
Hatte ich allerdings schon die Überlegung, das ist viel zu viel. Denn... Moment. Wir hätten die vier Wände nur ein einziges Mal gebraucht, und zwar von der, die senkrecht ist. Denn das geht viel besser, wenn wir das hier machen. Einmal direkt auf die Mitte. Wo ist die Mitte? Da. So. Denn dann sind wir schneller und genauer. So, jetzt noch einmal wechseln auf den Biokuppelraum. Gehen auf das Kabel. Setzen uns die Biokuppel hin. Dann gehen wir wieder mal auf das Nip-Nip. Ups. Und tun durchwechseln. So. Dann setzen wir uns hier. Moment. Dann setzen wir uns hier eine Bodenplatte. Gehen aus Kabel. Wir wissen ja, 90 Grad. Okay. Und dann können wir diese entfernen. Dann haben wir auch gleich die Biokuppel mit weg. Nein, habe ich nicht. Ich habe nur die Biokuppel weggenommen. Okay. Kann passieren. So, jetzt bin ich ja nach rechts gegangen und die Biokuppel kommt jetzt hier noch einmal dran. Warum das? Ganz einfach. Was wir am Anfang gemacht haben, mit einmal nach links und wieder nach rechts. Oder beziehungsweise einmal nach links und dann rechts bauen. Das ist hier genau dasselbe Prinzip. Nur hier muss ich jetzt auch noch die Höhe ausgleichen, denn unser stehender Pflanzenbehälter. Oh, komm jetzt. So. Nein. Der stehende Pflanzenbehälter. Ja, das sollte passen. Den Biokuppelraum aussuchen. Aus Kabel wechseln und hinsetzen. Also nicht ihr sollt euch hinsetzen, sondern das Bauteil. Dann nehmen wir das Nip-Nip. Und jetzt gehen wir wieder nach rechts, wieder mit durchwechseln. Ja. So, besser. Das ist die schnellere Variante. Und wie gesagt, wir sind dann auf jeden Fall auch genauer. Ja, nee, den brauchen wir ja nicht. So, dann kommen wir jetzt langsam in den Endspurt. Und einmal aufs Kabel. Moment. So, Bodenplatte haben wir. Einmal aufs Kabel. Das ist wieder unsere 90 Grad. Diesmal fange ich hier an. Spielt eigentlich keine Rolle. So. Okay, haben wir alle. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ganz hervorragend. Dann kommt das hier auch schon wieder weg. Ups. Das. So, wenn wir das haben, dann geht es wie folgt weiter.
Wieder auf die elektrische Betontür. Dann wieder daran denken, dass wir auf jeden Fall die Gelenke auch wieder drin haben, also innen. Dann, ja, dann nehmen wir halt die nächste, da. So, Gelenke sind drin. Okay, haben wir alle? Ja. Bitte recht freundlich. Sehr schön. Gut, jetzt als nächstes machen wir erstmal das Kabel. Und dabei fangen wir von innen an. So. Also nicht innen die Kontakte, sondern außen die Kontakte. Was ich damit meinte, ist, dass ich dazwischen gehe, sonst habe ich die dahinterliegenden Kontakte auch noch. Und das möchte ich nicht. Und das ist etwas Neues. Wenn wir anschließen, dann gehen die Tore nochmal neu auf, zu. Ja, eigentlich ist es auf. Für uns jetzt aber zu. So, Spannung haben wir schon mal drauf. Die Tore sind beide offen und die Bodenplatten habe ich hier schon einmal weggenommen. Und jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen das hier auch noch schließen. Wäre super. Und was nehmen wir dafür? Die Betonwände. Ja, die Betonwände sind gut. Die sind auf jeden Fall besser. So. Ja. Und gut. Dann nehmen wir jetzt hier einmal das da. Ja, das können wir da ruhig hin. Mit Umschalten gehen wir auf die kleine Steinplatte. Ach, das sind die kleinen. Ja, okay. Dann haben wir hier die Mitte durch die Treppe. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Gut, warum? Na gut, dann machen wir es halt anders. Okay. Dann lösen wir das halt anders. So. Ja. Wohnplatte. So. So. So.
So, jetzt aber. Genau. So möchte ich das haben. Gut. Dann brauchen wir jetzt natürlich auch noch einen Bewegungsschalter. Ernährungsschalter. Den bauen wir uns einfach mal lustig hier so hin. So, noch einmal drehen. Einmal nach da. Und einmal nach. Na, ruhig ein bisschen weiter. Machen wir ruhig noch ein bisschen. So. Okay. Wo ist das? Ah ja. Wo ist? Ach halt. Nein. Der kommt dahin. Dann kommt der nach da. Den entfernen wir. Den brauchen wir nicht. So, dann gehen wir mal aufs Kabel. Die oberen verbinden wir komplett durch. Schauen. Ne. Da nicht. Das sollte die Mitte sein. Anfänglich sagte ich ja, das soll ja hier eh nicht so bleiben. Das heißt, das hier soll ja eigentlich... Upsa. Also der Anfang, dass ich den sowieso wegnehme. Und so wird das dann auch sein. Das heißt, hier oben die Bodenplatten und so weiter, das kommt alles weg. Und das wird dann ab hier unten neu gebaut, beziehungsweise so gebaut, dass es entsprechend funktioniert. So. Und jetzt reicht meine eine Batterie, beziehungsweise, ja, sie sind leer. Die Batterie ist leer. So. Okay, die Tore können jetzt natürlich nicht aufgehen. Warum? Ganz klar, die Bewegungsschalter sind noch nicht betätigt. Ja, wie auch. Und jetzt müssen wir hier noch die äußeren verbinden. Na, habe ich auch ein bisschen schief gesetzt. Naja, beim nächsten Mal. So. Dann gehen wir hier auf einen der Türkontakte. Alle Türen öffnen sich. Und schließen. Wow, das ist krass laut. So. Okay, gut. Das bedeutet, wir sind fast fertig. Jetzt müssen wir natürlich noch einmal durchspazieren. Das machen wir so. Und... Für den Anfang machen wir das hier. Na, ja. Mache ich einfach so. Jo. Ja, und mit dem, dass wir da nicht anständig rein können, das heißt ein bisschen ja hängen, das gefällt mir so nicht. Wie gesagt, das hier soll sowieso weg. Und dementsprechend machen wir das jetzt auch noch.
Und das bedeutet, wir gehen hier zu der Bodenplatte, suchen uns die Bodenplatte auch aus, gehen auf das Kabel, noch einmal auf C, das geht jetzt nicht. So, jetzt ein bisschen näher dran und einmal auf die Mitte ausrichten. Na, bisschen genauer hätte ich es dann schon gerne. Komm, komm, komm. Ja, das würde ich sagen, ist okay. Nee. Da. Okay, gut. Dann einmal aufs Kabel. Wie wir sehen, das ist schief. Das heißt, die Bodenplatte wäre dann auch schief. Wollen wir mal gucken. Okay. Das sollte. Oder eher das? Nee, das sieht mehr nach gerade aus. Oder? Ja. So. Wenn es nicht ganz hundertprozentig gerade ist, ist es eigentlich auch nicht ganz so schlimm. Das wäre dann, wenn überhaupt, minimal. Okay. Dann nehmen wir uns die Treppe hier einmal weg. Nehmen uns die große Treppe. Setzen uns die hier dran. Und wechseln mit E wieder zu der kleinen Treppe. Und wie wir sehen, das sieht auch gleich viel besser aus. Das. Hoppa. Upsala. Na egal. So. Bedeutet, wir können jetzt Vorsicht, Ohren zu halten. Okay, also wir können viel besser jetzt dort reingehen. Und jetzt mit der Treppe, das gefällt mir noch nicht ganz so gut. Das bedeutet, wir werden jetzt noch ein Teil dran bauen. Moment. So. Und dazu nehmen wir erst einmal. Moment, wo ist es? Wo ist es? Da. Bin schon fast drauf. So, einmal das. Einmal das. Das gefällt mir natürlich noch gar nicht. Dann bauen wir das da drunter. Das auch. Entfernen. Und auch entfernen. Dann gehen wir wieder zurück auf dieses Bauteil. Setzen uns das jeweils einmal drauf. Wieder ins Dreieck. Und jetzt kann ich das nicht drehen. Das ist schade. Aber das geht. So. Okay. Und. Ups. Hier können wir es genauso nicht drehen. Das ist nicht so dramatisch. Halt. Einmal bauen. Da geht es nicht, weil ich natürlich im Weg stehe. Super. Okay. Dann. Da ist es. Bauen wir das da dran. Wir eben auch. Wir. Entfernen das. Und upsa. Braucht sich gar nicht mehr drehen. Und schon haben wir unser Bauteil dort. Dann nehmen wir noch das und das weg. Das darunter auch. So. Und die untere Platte, die brauchen wir ja nicht mehr. Beziehungsweise die natürlich auch nicht. Und dann wollen wir uns das mal anschauen. Wow, was war das? Obwohl. Boah, gar nicht schlecht. Kann man so lassen. Na, ist nicht ganz perfekt gerade geworden. Na, schade. Gut, okay. Ich bin mir sicher, ihr macht das besser, dass es noch gerader wird. Und dementsprechend haben wir dann hier unser Tor. Brutal lautes Tor übrigens. Aber dafür ist es richtig, richtig schön. Und ich gehe nochmal in die Baukamera. Einen Blick nochmal drauf werfen, wenn es aufgeht. Ich möchte
Ich möchte aber nicht, genau, dann lieber so. Phänomenal, finde ich. Jo. Super. Mir gefällt's. Hervorragend. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.